Gesegneten Donnerstag. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Das ist wirklich im eigentlichen Sinne ein Feiertag. Der Himmel feiert, wenn so viele Menschen zusammenkommen, nicht einfach nur um Gemeinschaft zu haben, sondern um geistliche Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft mit Jesus. Und in dem Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander. Wusstet ihr, dass Ellen White sagt, dass wir jeden Tag ein Fest guter Dinge haben können? Damit meint sie die Morgenandacht. Wir können jeden Tag in unserem persönlichen Bibelstudium ein Fest erleben. Ich weiß nicht, wie oft ihr ein Fest erlebt. Ich muss zugeben, es ist nicht täglich bei mir, aber je mehr ich mich mit Gott beschäftige, desto öfter habe ich Feiertag. Und wie groß ist der Feiertag, das Fest, wenn ganz viele gemeinsam zusammenkommen, Gottes Wort studieren, in den kleinen Gruppen sich austauschen und wenn wir jetzt gemeinsam Gottes Wort durchdenken können. Ich kann euch sagen, mein Herz ist voll. Ich kann euch sagen, ich glaube, heute werden wir ein Fest erleben, wenn wir in den nächsten Minuten Gottes Wort aufschlagen und studieren. Wer von euch hat seine Bibel dabei? Wer von euch hat vielleicht sogar etwas zum Mitschreiben dabei? Ihr werdet euch vielleicht hinterher wünschen, es mitgeschrieben zu haben. Oder hoffen und beten, dass die technische Aufzeichnung gut funktioniert. Wir danken den Technikern für ihren wunderbaren Dienst. Das Wichtigste aber ist, habt ihr auch euer Gehirn dabei? Das werden wir alle brauchen. Denn das, was wir jetzt besprechen, hat ja mit unserem Gehirn zu tun. Das Siegel Gottes soll ja an die Stirn. Und ich glaube, zu oft hören wir einfach nur und denken nicht mit, denken nicht nach. Das Größte, was passieren kann für mich, ist, wenn ihr nach diesem Thema nach draußen geht, nach Hause geht und die nächsten Tage und Wochen dieses Thema selbst durchdenkt, selbst weiter studiert, prüft und euch von Gott ein Fest guter Dinge schenken lasst. Bevor wir beginnen, kennt ihr vielleicht meine Gewohnheit, dass ich immer gerne nochmal bete. Und wenn es euch möglich ist, würde ich euch einladen, dass wir dazu gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, du bist wirklich ein guter Vater. Du bist noch viel besser, als wir uns das meistens vorstellen. Und Herr, das soll jetzt deine Stunde sein. Das soll deine Gelegenheit sein, zu uns zu sprechen. Ich möchte dich bitten, dass du vor mir stehst. Dass dein Wort zu uns spricht, zu uns allen, zu mir und zu jedem, der jetzt hier anwesend ist oder später das Video sieht. Herr, was wir jetzt gemeinsam studieren wollen, ist so wichtig, das Wort ist eigentlich gar nicht beschreiben können. Und du hast mit ganz, ganz vielen Bildern und Gleichnissen, Prophezeiungen, Geschichten uns immer wieder von verschiedenen Seiten aus versucht zu zeigen, was du dir wirklich wünschst. Herr, ich möchte dich bitten, nach deiner eigenen Verheißung, dass du jetzt unser Lehrer bist, dass wir deine Stimme hören und wenn wir abweichen wollen, zur Rechten oder zur Linken, dass du uns den Weg zeigst. Wir möchten dich bitten, weil du es gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich und danken dir, dass du das mehr als gerne tust, dass du darauf wartest, auf offene Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir haben dich lieb. Amen. Schlagt mit mir auf, Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Das Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Es kommt selten vor, dass ein Vortrag über die Offenbarung mit dem Hohelied beginnt. In Hohelied, Kapitel 8, Vers 6, wer hat das Buch Hohelied geschrieben? Salomo. Und warum hat er das Buch Hohelied geschrieben? War das eine weitere Spruchsammlung, um seine Weisheit zu zeigen? Warum hat Salomo das Buch Hohelied geschrieben? Er war verliebt. An wen hat er das Buch Hohelied geschrieben? An Sulamit, seine
baldige Braut, seine Braut, die bald seine Ehefrau werden sollte. Und in Hohelied Kapitel 8 und dort Vers 6 lesen wir Folgendes. Salomo spricht zu seiner Frau, zu seiner baldigen Frau, seiner Braut, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Salomo äußert einen Wunsch. Das, was er hier sagt, kann Salomo nicht erzwingen. Er kann sich nicht selbst wie ein Siegel auf seine Sulamit raufpressen, oder? Er kann sich nicht ihr aufdrücken, er kann sie nur bitten, setze wen? Mich wie ein Siegel, wohin? Auf dein Herz und an deinen Arm. Ihr alle kennt schon ein wenig die Bibel oder sehr gut. Ihr wisst, das Herz in der Bibel ist nicht nur die Blutpumpe, die dafür sorgt, dass wir am Leben bleiben. Das Herz im alten Orient stand natürlich auch wofür? Für das Denken, für die Gesinnungen des Herzens, für das Denken. Und das, der Arm, da muss man nicht Theologie studiert haben, um sich vorstellen zu können, was wohl der Arm für eine Metapher ist. Der Arm drückt was aus? Das Handeln, das Tun. Mit anderen Worten, der Salomo wünscht sich, dass er im Denken und im Handeln seiner zukünftigen Braut präsent ist. Und zwar wie ein Siegel. In den nächsten Minuten wollen wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich das Siegel Gottes? Gestern hat der Daniel gesagt, Adventisten sind gut darin, die sieben Siegel zu identifizieren, nicht wahr? Und vergessen dabei manchmal die Buchrolle, um die es ja eigentlich geht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch wir uns viel Zeit mit den vier Winden beschäftigen, viel Zeit damit verbringen und all die Katastrophen und Probleme und all die prophetischen Ereignisse, die Endzeitzeichen studieren und das, was in Offenbarung 7 eigentlich das Zentrale ist, was das Notwendigste ist, was die gegenwärtigste Wahrheit ist, nämlich das Siegel, das so wichtig ist, dass sogar die Winde der Erde aufgehalten werden. Die Endzeit wird aufgehalten, weil das Siegel so wichtig ist, dass wir uns über dieses Siegel meistens nicht so viel Gedanken machen, wie wir das eigentlich tun sollten. Es ist kein Zufall, dass wir heute für den restlichen Tag aus verschiedenen Perspektiven uns die Frage stellen wollen, was ist das Siegel? Für Salomo war das ganz klar. Für Salomo war das Siegel keine theologische Wahrheit. Es war auch nicht irgendein äußerer Gegenstand, sondern für Salomo war das Siegel wer? Er selbst. Er sagt, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Und dann sagt er das ist das nächste Wort. Er sagt ja, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Und was ist das nächste Wort? Denn. Nun, wenn in der Bibel denn steht, was folgt dann? Was ist, wenn denn steht? Was folgt dann? Eine Begründung oder eine Erklärung. Setze mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn jetzt kommt der Grund, warum er wie ein Siegel sein soll. Was steht dort? Denn die Liebe ist was? Sie ist stark wie der Tod und sie ist unbezwinglich, ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Hier geht es nicht einfach um sentimentale Liebe. Hier geht es um Gottes Liebe, die Flamme des Herrn. Und wie wird sie charakterisiert? Ich weiß nicht, an welche Attribute ihr denkt, wenn ihr an Liebe denkt. Wir denken vielleicht irgendwie an etwas Sanftes, Mildes, was vielleicht unseren Bauch kitzelt, ein bisschen von innen oder so, oder? Aber Salomo sagt, die Liebe ist stark. Nicht nur stark wie ein Halbstarker. Nicht nur stark wie jemand, der lange Zeit im Fitnessraum gewesen ist. Sie ist stark wie der Tod. Er sagt, sie ist unbezwinglich. Das hebräische Wort an dieser Stelle ist dasselbe Wort, das normalerweise immer verwendet wird für die Israeliten, wenn sie widerspenstig sind, wenn sie halsstarrisch sind, wenn sie sich nicht abbringen lassen von ihren, in diesem Fall, falschen Kurs. Ihr kennt das nicht, wahr? Die Israeliten, die sind halsstarrig, die wollen sich nicht korrigieren lassen. Interessanterweise sagt Gott hier, oder sagt Salomo, die Liebe Gottes ist
unbezwingbar, sie ist widerspenstig. Die Liebe Gottes lässt sich nicht abwimmeln. Sie ist so stark. Nichts kann sie aus der Bahn werfen, weder von links noch von rechts. Egal, was man der Liebe Gottes antut, sie hört nicht auf. Ein Vers später sagt er ja, große Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Salomo sagt, die Versiegelung der Sulamit mit ihm selbst ist deswegen da, weil die Liebe so stark ist. Wenn wir also das Siegel Gottes wirklich verstehen wollen, müssen wir was verstehen? Die Liebe Gottes. Ihr denkt, Moment mal, die Liebe Gottes ist das erste Thema in den Bibelstunden, nicht wahr? Das ist das für die Anfänger. Und das Siegel Gottes ist das dann für die Abiturienten, nicht wahr? Die dann so alles in Offenbarung verstanden haben, die bekommen das Siegel Gottes. In Wirklichkeit sagt die Bibel, das Siegel Gottes ist dort wegen der Liebe. Ich glaube, wenn wir das Siegel Gottes besser verstehen wollen, müssen wir die Liebe Gottes besser verstehen. Wie ist denn die Liebe Gottes? Fragen wir jemanden, der die Liebe Gottes wirklich gut kennengelernt hat. Man muss ja Experten fragen, nicht? Leute, die sich auskennen, oder? Wenn ihr etwas wissen wollt über Astronomie, dann fragt nicht mich, fragt jemanden, der die Sterne kennt. Wenn wir etwas wissen wollen über Gesundheit, fragt einen Arzt oder jemanden, der sich viel mit der Gesundheitsbotschaft beschäftigt hat. Fragt nicht mich. Wenn wir die Liebe Gottes verstehen wollen, sollten wir jemanden fragen, der die Liebe Gottes in tiefen Zügen in sich aufgenommen hat. Kennt ihr jemanden in der Bibel, von dem es heißt, dass er so sehr mit Jesus verbunden war, dass Jesus ihn in besonderer Weise liebte? Johannes. Und was sagt Johannes, als er die Liebe Gottes sagt? Er sagt nicht, Gott hat Liebe oder ist meistens Liebe. Er sagt, Gott ist die Liebe. Da sind wir alle mit vertraut. Und vielleicht kennt ihr auch alle den Gedanken, dass Gott nicht nur qualitativ Liebe ist, sondern wenn man die Frage stellt, wie oft ist er die Liebe? Was würdet ihr sagen? Immer. Ich bin kein Theologe, aber wenn ich einer wäre und ein Buch über Theologie schreiben würde, würde ich zwei Ideen an den Anfang setzen. Gott ist die Liebe und er ist es immer. Denn die Bibel sagt in Malachi 3, Vers 6, dass Gott, er sagt, ich verändere mich nicht. Ich sage euch, es reicht nicht aus zu verstehen, dass Gott die Liebe ist. Wir müssen verstehen, dass er sie immer ist. Und wir werden heute in den nächsten Minuten sehen, warum das so entscheidend ist für unser Verständnis vom Siegel Gottes. Was sagt Gott in Jeremia? Mit was für einer Liebe habe ich dich geliebt? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Allein schon unsere Errettung aus Gnaden funktioniert nur deswegen, weil Gottes Liebe ewig ist, dass egal welche Umstände eintreten, sie nicht aufhört. Es ist zwar wahr, dass Gottes Liebe nicht immer angenommen wird, sie wird nicht immer, man profitiert nicht immer von ihr, weil man ihr nicht glaubt, aber Gottes Liebe selbst hört nicht auf. Sie bleibt immer dieselbe, sie ist widerspenstig. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Schaut mit mir zu Jeremia 32. Jeremia 32 ist eines der wunderbarsten Kapitel, die es gibt. Nicht nur im Buch Jeremia. Wir haben gestern in Jeremia 32 gelesen, als Daniel uns erklärt hat, dass Jeremia 32 die Grundlage ist für die ganze Geschichte mit dem Buch. Könnt ihr euch erinnern? Alle, die da gewesen sind, die werden sich erinnern. Alle, die nicht dabei gewesen sind, werden heute nochmal eine zweite Chance bekommen, aber dazu später gleich noch mehr. In Jeremia 32 und dort Vers 41. Überhaupt der ganze Abschnitt in Jeremia 32 ab Vers 37 ist so wunderschön, dass ich glaube, dass nur deswegen Johannes 3, Vers 16 der beliebteste Vers der Bibel geworden ist, weil die Leute nie zu Jeremia 32, Vers 41 gekommen sind. Schaut mal, was in Jeremia 32, Vers 41 steht. Und alle, die gestern da gewesen sind, die können sich daran erinnern, das ist das Kapitel, wo es um den Rückkauf des Landes geht. Das ist das Kapitel, wo es darum geht, dass Gott sein Volk zurückbringen wird, dass er es wiederherstellen wird, dass er es aus der Gefangenschaft wieder in das Land bringen wird. Es heißt hier in Jeremia 32, Vers 41, und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen was zu tun? Gutes zu tun, ihnen wohl zu tun. Wusstet ihr, dass ihr Gott Freude machen könnt, wenn ihr ihm erlaubt, euch Gutes zu tun? Gott freut sich. Er ist wirklich begeistert, wenn er mir was Gutes tun kann. Und wahrscheinlich ist er oft traurig, weil ich das nicht in meinem Leben so oft erlaube. Er freut sich, uns Gutes zu tun. Und dann geht es weiter. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit. Und jetzt kommt's. Mit wie? Mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ihr kennt die Worte wahrscheinlich, aber selten lesen wir sie von Gott. Hier steht, dass Gott etwas von ganzem Herzen
und von ganzer Seele tut. Wie nennt man das, wenn man etwas von ganzem Herzen und von ganzer Seele sich wünscht und tut? Also ich würde sagen, wenn er von ganzem Herzen und von ganzer Seele sich wünscht, mich wiederherzustellen, mir Gutes zu tun, dann bin ich die Nummer eins auf seiner Agenda. Glaubt ihr nicht auch, dass Gott eine lange Agenda hat? Er muss das ganze Universum regieren, gibt viel zu tun. Aber wir alle sind die Nummer eins, wir sind die Priorität. Klammer auf, wusstet ihr, ich habe es vielleicht hier und da schon mal erzählt, dass das Wort Priorität 500 Jahre lang nur im Singular vorkam. Das Wort Priority im Englischen, Priorität, bedeutet ja das Wichtigste. Und bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gab es nur die Priorität. Erst die verrückten Menschen im 20. Jahrhundert haben gedacht, es könnte Prioritäten geben. Wichtigste Dinge. Ja? Und jetzt setzen wir Prioritäten, was völliger Quatsch ist. Es gibt zwar viele wichtige Dinge, aber es gibt immer nur das Wichtigste. Und bei Gott gibt es viele wichtige Dinge. Gott tut nichts Unnützes oder er tut nichts Nebensächliches. Er hat seine Engel für dich gesorgt, er hat andere Welten. Ellen White sagt, dass schon vor dem Sündenfall Jesus von Welt zu Welt gegangen ist, um alles zu begutachten und dafür zu sorgen und zu leiten. Er hat viele wichtige Dinge zu tun, aber das Wichtigste, das bei ihm ganz oben steht, das ist unsere Errettung. Dass wir wieder eingepflanzt werden. Nicht nur, dass wir ein neues Herz bekommen, sondern dass wir tatsächlich einmal wieder eingepflanzt werden auf der neuen Erde, die Jesus zurückgekauft hat, so wie Daniel gestern so wunderbar erklärt hat. Was bedeutet das? Dass Gott von seinem ganzen Herzen uns Gutes tun möchte. Sagt nicht die Bibel, dass die Liebe nicht das ihre sucht? Wusstet ihr, dass als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, ich frage euch, habt ihr euch mal gefragt, was Gott der Vater gedacht hat, als Jesus am Kreuz von Golgatha hing? Also nur, dass wir uns das kurz vor Augen halten. Da ist sein Sohn, mit dem er seit Ewigkeiten niemals irgendwie getrennt war, der alles immer so mit ihm in Harmonie getan hat, dass sie niemals auch nur ein Blatt zwischen ihnen war. Und als der Vater in der Wolke am Kreuz steht, ruft sein Sohn, der niemals gegen ihn gesündigt hat, der niemals mit ihm gestritten hat, der niemals irgendetwas gegen ihn gesagt hat, der ruft zu ihm: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sind nicht Gott, aber ich glaube, wir können so ein bisschen uns vorstellen, wie wohl Gott, der Vater, sich gefühlt hat, als sein Sohn, den er über alles liebte, dem er ja nichts Böses wollte, oder? Dem er nur das Beste gewünscht hat, als er etwas tun musste, dass sein geliebter Sohn so etwas gesagt hat. Ellen White sagt übrigens im ersten Kapitel von Schritte zu Jesus, dass das Herz der ewigen Liebe, sie meint den Vater, am Kreuz den Preis bezahlt hat. Nicht nur Jesus, der am Kreuz starb, sondern der Vater selbst, der, als er vor dieser Entscheidung stand, was ist mir das Wichtigste, seine Liebe zu dir und zu mir so stark war, dass selbst der Tod seines geliebten Sohnes, der ihn noch mit all seiner Unschuld gefragt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Liebe zu dir nicht abwimmeln konnte, nicht beiseite schieben konnte. Könnt ihr sehen, warum Gottes Liebe zu uns stark ist wie der Tod? Unbezwingbar, nicht abzuwimmeln. Aber nicht nur Gott der Vater hat so gefühlt. Auch Gott der Sohn, Jesus, der jetzt durch die Sünde, die auf uns gelegt worden war, getrennt war vom Vater und sozusagen nicht mehr das Gefühl hatte, dass der Vater bei ihm war, was er ein Leben lang gehabt hat. Er hat immer gesagt, ich bin nicht allein, der Vater ist mit mir. Jetzt war er getrennt. Jetzt musste er sozusagen in Anführungsstrichen allein entscheiden. Und er hatte ja die Möglichkeit, vom Kreuz zu gehen. Er hatte ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin nicht schuld. Ich habe damit nichts zu tun. Als er dich sah und mich sah, war seine Liebe zu dir so stark, so tief, so unabwendbar, dass egal, was man ihm angetan hat, egal, welche Schmähungen, welche
welche Spucke auf ihn hinaufgespuckt worden ist, wie man ihn ausgelacht hat, wie man geschlagen hat. Egal, welche Sünden auf ihn gelegt worden sind und damit die Trennung zum Vater bewirkt haben, egal, was man mit ihm getan hat, es konnte seine Liebe zu dir nicht abwimmeln. Er blieb dabei. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Gottes Liebe immer da ist. Und sagt nicht die Bibel, Gott beweist seine Liebe, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren? Weißt du, dass Jesus jeden Tag an dich denkt? Im Alten Testament gibt es eine ganz wunderbare Beschreibung dessen. Schaut mal mit mir in 2. Mose 28. In 2. Mose 28 finden wir die Kleider des hohen Priesters. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Kapitel. Wahrscheinlich habt ihr beim Bibellese-Durchleseplan, seid ihr da schnell drüber gegangen, weil ihr gedacht habt, meine Güte, nicht wahr? All diese Schnüre und dieses Ephod und das und jenes und Kleider und 2. Mose 28 enthält ein absolut interessantes Geheimnis, das für uns alle enorm wichtig ist. Schaut mit mir in 2. Mose 28 und dort ab Vers 9. 2. Mose 28 ab Vers 9. Die Bibel sagt, und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die was eingravieren? Die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf den einen Stein und die sechs übrigen Namen auf den anderen Stein. Nach ihren Geschlechtern als Steinschneidearbeit wie Siegelgravierungen, wie Siegelgravierungen, sollst du die beiden Steine mit den Namen der Söhne Israels gravieren und sie mit Goldeinfassungen versehen. Ihr Lieben, wusstet ihr, dass Jesus ein Siegel trägt? Wir reden immer von dem Siegel, das wir tragen wollen, nicht wahr? Wir, wenn wir über das Siegel nachdenken, dann ist die erste Frage, wie kann ich bestehen, wie kann ich das Siegel tragen, was muss ich tun, damit ich ein Siegel an der Stirn habe und an der Hand? Wusstet ihr, dass Jesus schon längst ein Siegel trägt? Eingraviert in Steine sind die Namen des Volkes Gottes. Symbolisch, typologisch dargestellt durch diese Onyxsteine, die auf den Schultern waren. Was macht man denn mit den Schultern? Man trägt. Er trägt uns. Und für den Fall, dass wir das beim Durchlesen überlesen würden, kommt es gleich nochmal so ähnlich. Schaut ab Vers 15. Das Brustschild des Rechtsspruchs sollst du in kunstvoller Arbeit anfertigen. In der gleichen Arbeit wie das Ephod sollst du es anfertigen aus Gold, aus blauem und Purpur, rotem Purpur von und Karmesin und gezwirntem Leinen sollst du es machen. Viereckig sollst es sein und doppelt belegt, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Und jetzt kommt's. Und du sollst es mit eingefassten Steinen besetzen. Vier Reihen von Steinen. Eine Reihe sei ein Rubin, ein Topas, ein Smaragd. Die erste Reihe, die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte Reihe ein Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold soll sie gefasst sein bei ihrer Einsetzung. Und jetzt kommt's. Und es sollen 12 dieser Steine sein, entsprechend den Namen der Söhne Israels. Einer für jeden ihrer Namen in Siegelgravur. Ein Stein für jeden Namen der 12 Stämme. Schon wieder haben wir die Namen des Volkes Israels als Siegel an Jesus. Und übrigens, ich weiß nicht, wer von euch Pfadfinder war. Ich habe es früher bei den Bad Doberaner Wellenreitern im Norden nur zum Gefährten gebracht. Ich war nicht so. Pfadfinder, aber es hat viel Freude gemacht. War eine tolle Zeit. Ihr wisst ja, die Pfadfinder, die haben so an ihren Seiten da alle möglichen Abzeichen. Nicht wahr? Und da stehen dann Sachen dran. Die sind meistens so aus Stoff, das wird dann rangenäht. Aber die Abzeichen, die Jesus trägt, sind nicht aus Stoff. Habt ihr gesehen, das Material, in das dein und mein Name als Siegel eingraviert ist bei Jesus? Habt ihr das gesehen? Was sind das für Materialien? Edelsteine. Ihr Lieben, Jesus, während wir uns die Frage stellen, wie werden wir versiegelt, müssen wir erst einmal verstehen, dass Jesus Siegel trägt. Er trägt ein Siegel. Er trägt das Siegel deines und meines Namens. Warum? Weil er ständig an uns denkt und uns immer liebt. Gedenkt er immer an uns. Also ist ja nicht so, dass Jesus vergesslich wäre, so wie ich vergesslich bin und mir manchmal Sachen aufschreiben muss. Nicht wahr? Oder irgendwie eine Frau braucht, die mich an alles erinnert. Nicht wahr? Das ist natürlich ein Bild für uns, die wir uns das vielleicht gar nicht sonst vorstellen könnten. Wie könnte jemand immer an uns denken? Also sagt Gott, okay, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass jemand immer an euch denkt. Stellt euch vor, ich bin so wie dieser hohe Priester. Ich habe hier eure Namen ständig bei mir. Egal, was ich tue, ich sehe eure Namen.
Jesus ist versiegelt. Er trägt unsere Namen als Edelsteine. Jetzt habe ich eine Frage an euch, an alle Bibelstudenten. Kennt ihr noch jemanden außer dem Hohenpriester und außer Jesus in der Bibel, der mit solchen Edelsteinen geschmückt ist? Nicht Satan, Luzifer, Hesekiel 28, schaut mit mir. Das lesen wir so oft, keine Evangelisation vergeht, ohne dass dieser Vers gelesen wird. Und ich glaube, wir verpassen da etwas. Hesekiel 28 und dort Vers 13. Hesekiel 28, Vers 13, da heißt es, in Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen, das Hebräische sagt eigentlich mit allen Edelsteinen. Also da waren nicht nur so ein paar gesprenkelt, er war wahrscheinlich voller Edelsteine. Mit allen oder allerlei Edelsteinen, was du bedeckt mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburinen und Flöten waren bei dir. Das interessiert uns wieder nicht, wahr? Das ist bei der Musik. Ja, wir wissen, der Luzifer war ein Chorleiter, nicht wahr? Der hat sich um die Musik gekümmert. Wir verpassen, habt ihr jemals euch über den ersten Teil des Verses Gedanken gemacht? Wir lesen die ganzen Edelsteine und sagen, naja, irgendwas wird schon bedeuten, oder? Bisschen. Pass mal auf. Habt ihr gesehen, was dort steht über die Edelsteine? Es heißt, er war mit diesen Edelsteinen, er war mit ihnen bedeckt. Nun, das hebräische Wort an dieser Stelle ist nicht so einfach zu übersetzen. Aber es bedeutet vermutlich so etwas wie bedecken oder auch beschirmen oder auch beschützen. Und jetzt kommt, das ist wirklich interessant, dasselbe Wort, wie auch immer man genau die Nuance übersetzen möchte, aber das ist fast irrelevant. Was entscheidend ist, dasselbe Wort kommt im nächsten Vers wieder vor. Da heißt es nämlich, du warst ein was? Ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Merkt euch, das könnt ihr euch anmarkieren. Dieses Wort schützender Cherub ist dasselbe Wort im Hebräischen, wie du warst mit allerlei Edelsteinen bedeckt. Man könnte also sagen, du warst mit Edelsteinen beschirmt und du bist ein Gesalbter, im Hebräischen heißt es sogar, du bist ein gesalbter Cherub, ein Schirmender. Du warst mit allerlei Edelsteinen bedeckt, du bist ein Bedeckender. Du warst mit allerlei Edelsteinen geschützt, du bist ein Schützender. Luzifer sollte verstehen, so wie die Edelsteine mich bedecken und mich beschützen, so bedecke und beschirme ich den Thron Gottes. Die Edelsteine waren für ihn selbst ein Symbol für das, was er selbst sein sollte. So wie die Edelsteine beschirmen, bedecken, beschützen sein sollten, sollte er selbst ein Edelstein für Gott sein. Luzifer, ein Edelstein für Gott. Denn worin sind die Namen der Gläubigen eingeschrieben? In Edelsteinen. Und wie wird Luzifer zwei Verse vorher genannt? Schaut mal in Vers 12. Habt ihr alles schon mal gelesen, oder? Menschensohn, stimmt ein Klagelied an über den König von Tyrus und spricht zu ihm, so spricht Gott der Herr, oh du was? Du Siegel der Vollendung. Er war das vollkommene Siegel. Er war nicht nur versiegelt, er war das Siegel selbst. Was ist eigentlich ein Siegel? Ein Siegel ist ein Gegenstand, da ist was eingeritzt. Und wenn man es irgendwo aufdrückt, wenn es einen Abdruck hinterlässt, dann sieht man in diesem Abdruck das, was draufgeschrieben ist, oder? Der Luzifer war so eng von Gott geliebt, er war so sehr von Gott geliebt und so eng mit Gott verbunden, dass er wie ein Siegel, wo immer er hingehen sollte, einen Eindruck hinterlassen sollte. Er sollte nämlich den anderen Engeln, die vielleicht nicht ganz so klug waren wie er und die vielleicht nicht ganz so aufnahmebereit waren wie er von Anfang an, sollte ihnen erklären, wie Gott ist. Denn niemand kannte Gott unter allen Engeln so gut wie Luzifer. Warum? Weil er in seiner Nähe war. Und weil er in seiner Nähe war und weil er die unabänderliche Liebe Gottes so gut kannte, war er quasi wie ein Siegel, er war wie ein Edelstein. Gott trug ihn sozusagen auf wie ein Edelstein auf seinem Namen, so wie Luzifer selbst Edelsteine trug. Und so sollte er reflektieren allen anderen Engeln, wie Gott ist. Ich habe eine Frage an euch. Wenn man jemanden von ganzem, ich frage anders,
Was ist Gottes größter Wunsch? Gottes größter Wunsch, den er überhaupt hat. Vielleicht hat Gott eine lange Wunschliste, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er einen größten Wunsch hat überhaupt. Wisst ihr, was das der größte Wunsch ist? Ist Jesus nicht einmal gefragt worden? Meister, was ist Gottes größter Wunsch? Also, die Frage hieß, was ist das größte Gebot? Was nichts anderes heißt als, was ist das, was Gott sich am meisten wünscht? Was hat er geantwortet? 5. Mose 6, können wir kurz hingehen? 5. Mose 6. Kapitel 6 und dort Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit was? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wie liebt Gott uns? Mit seiner ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft. Seine Liebe ist stark wie der Tod. Aber jetzt werdet ihr sagen, ah, okay, das mache ich ja. Alles gut, ja? Denn Gott zu lieben ist ja nicht schwer. Ja? Das ist ja wunderbar. Eins ist sicher, der Luzifer hat das irgendwann nicht mehr getan, oder? Der Luzifer war das Siegel der Vollendung, er war nahe bei Gott und er hat definitiv Gott mehr geliebt als alles andere, was er kannte. Er hat Gott von Herzen geliebt. Nur was war das Problem? Er ist nicht dabei geblieben. Während Gottes Liebe beständig ist, war Luzifers Liebe zeitlich begrenzt. Und dann hörte sie auf. Ich stelle euch eine Frage. Aber ihr solltet jetzt nicht euch melden. Das ist nur zum Nachdenken, okay? Das ist eine sehr fundamentale Frage. Die stelle ich mir auch. Liebst du Gott? Liebst du Gott? Die Frage ist überflüssig, weil wir ja doch alle selbstverständlich davon ausgehen, dass wir Gott lieben. Weil ansonsten, ich habe noch niemals einen Christen getroffen, der gesagt hat, ich liebe Gott nicht. Oder? Wir sind alle implizit oder unbewusst oder manchmal auch ganz bewusst davon überzeugt, ich liebe Gott. Aber wisst ihr, wenn man wissen will, ob wir Gott lieben, sollten wir dann eigentlich uns fragen? Wen sollte man am besten fragen, um festzustellen, ob wir Gott lieben? Oder? Müsste Gott fragen. Hast du schon mal Gott gefragt? Gott, fühlst du dich von mir geliebt? Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich liebe Gott. Ja, ist ja einfach, in der Gemeinde zu sitzen und sagen, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Ja, und wir sind vielleicht begeistert und wir singen und wir sagen, ich liebe Gott. Aber stellen wir die Frage, Gott, fühlst du dich eigentlich von mir geliebt? Wenn wir die Frage zulassen und stellen, könnte es sein, dass vielleicht die Antwort so ähnlich klingen könnte, wie das, was Gott in Hosea sagt, Kapitel 6, und dort Vers 4. In Hosea Kapitel 6 und dort Vers 4. Das ist ein sehr bewegender Vers. Einer, der es sich lohnt, wirklich genau anzuschauen. Gott sagt dort, Hosea 6, Vers 4. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Also wenn jemand sagt, was soll ich mit dir tun? Das ist keine Information, oder? Das ist kein emotionsloser Bericht. Was drückt das aus, wenn jemand sagt, was soll ich mit dir tun? Das klingt ein bisschen verzweifelt, oder? Gott spricht nicht zu den Ammonitern, nicht zu den Amoritern, nicht zu den Babylonern. Er spricht zu seinem Volk und sagt, was soll ich mit dir tun? Und dann sagt er etwas Interessantes. Er sagt nicht, ihr liebt mich nicht. Er sagt auch nicht, eure Liebe ist geheuchelt. Er sagt auch nicht, eure Liebe ist nicht stark genug. Er sagt was? Eure Liebe ist flüchtig. Sie ist da und dann ist sie wieder weg. Das Problem, was aus Gottes Sicht das Problem ist, ist nicht, dass wir ihn nicht stark genug lieben, dass wir noch ein bisschen mehr rauspressen müssten an Liebe. Das Problem Gottes ist ein sehr viel realistischeres. Wir lieben ihn auf einer Konferenz. Wenn die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und 200 andere Geschwister singen, Gott ist die Liebe, dann lieben wir ihn. Und früh am Morgen, wenn wir aufstehen und unsere Morgenandacht machen und ein Fest guter Dinge haben, dann lieben wir ihn.
wenn wir eine tolle Predigt gehört haben oder wenn wir unseren Glauben bezeugen konnten und wir erlebt haben, wie Gott uns geholfen hat, wenn wir vielleicht eine Krankheit hatten, gesund geworden sind, wenn wir unseren Schlüssel vergessen haben und wir ihn gefunden haben, wenn wir erlebt haben, dass Gott eingegriffen hat, ob klein oder groß, dann lieben wir ihn. Und 3 Stunden später können wir ihn ganz schnell wieder vergessen haben. Das Problem ist nicht, dass unsere Liebe schwach wäre oder dass sie kraftlos wäre oder nicht existent. Das Problem ist, sie ist wie eine Morgenwolke. Sie kommt und oft geht sie wieder. Sie ist ein Morgentau, schön anzusehen, oder? Wenn man früh am Morgen aufwacht und die Sonne scheint auf das Gras und der Morgentau, das ist schön anzusehen, aber es ist trotzdem nichts Beständiges, es ist nicht dauerhaft. Die Sonne scheint mehr und dann ist der Morgentau weg. Das Problem, das Gott hat, ist nicht, dass wir ihn nicht lieben. Das Problem, das er hat, ist, dass wir ihn nicht beständig lieben. Das war das Problem von Luzifer. Das war das Problem von Adam und Eva. Darum geht es. Es ist nicht so, ihr Lieben, dass Gott sagt, ja, die Liebe Gottes, das ist erstmal für die Anfänger, ja, das ist erstmal so das Fundament und wenn ihr das verstanden habt, dann kommen jetzt andere Lehren darauf und noch prophetische Wahrheiten und dies und jenes. Das müsst ihr auch alles noch verstehen, weil das ist mit der Liebe Gottes ja nur für die Anfänger. Wir denken manchmal so, wenn wir es nicht zugeben würden, wir denken, ja, die Liebe Gottes ist jetzt nicht so wichtig. Aber die Liebe Gottes ist das Wichtigste. Denn wenn wir ihn beständig lieben würden, gäbe es bald kein Josua-Camp mehr. Das ist die Wahrheit. Gott wartet nicht, dass wir auf die Liebe Gottes noch was drauf tun. Er wartet, dass wir die Liebe, die wir schon haben, beständig machen. Das erinnert mich an Abraham. Ihr kennt die Geschichte von Abraham, oder? Abraham war der Freund Gottes. Hat Abraham Gott geliebt? Als er in 1. Mose 15, das heißt, dass er Gott glaubte, war das echter Glaube? War das echte Liebe? War das echtes Vertrauen? Ja, das war so echt, das konnte man gar nicht toppen. Was war das Problem? Einige Zeit später kam die Sarah und sagte, hey, lass uns das so und so machen, ja? Die Liebe von Abraham war echt, aber sie ließ sich abwimmeln. Sie ließ sich abbiegen. Wenn sie auf ein Problem stieß, dann gab sie nach. Und nicht nur einmal. So war seine Liebe da und manchmal nicht so sehr da. Sie war stark und manchmal schwächer. Die Israeliten dasselbe, oder? Glaubt ihr, die Israeliten haben Gott geliebt am Tag nach dem Roten Meer? Als sie gesehen haben, wie all die Ägypter dort durch Gottes Eingreifen tot im Meer lagen, haben sie da Gott geliebt. Und dann kam das Salzwasser, das bittere Wasser, nicht wahr? Und wo war die Liebe hin? Wie ein Morgentau. Was Gott sich wünscht, ist, dass wir ihn nicht nur lieben, sondern dass wir ihn immer lieben, unter allen Umständen. Und wisst ihr, wie Gott das trainiert? Indem er alle Umstände bringt. Logisch, oder? Denn wie kann man Gott unter allen Umständen lieben, wenn man nicht alle Umstände erlebt? Ich sage immer, wenn man wissen will, was in einer Ketchup-Tube drin ist, muss man drücken. Es ist unter Druck, in Schwierigkeiten, dass sich zeigt, ob wir Gott beständig lieben oder nur aus Emotionen. Denn was wünscht sich Gott? Zurück zu Jeremia 32. Ich habe ja gesagt, es ist ein tolles Kapitel. Jeremia 32. Niemand sollte von hier gehen von diesem Camp ohne den festen Vorsatz. Ich werde mal Jeremia 32 richtig lesen, von Anfang bis Ende. Und vor allem Vers 37 bis 41, die werde ich mir in der Morgenandacht Wort für Wort, Satz für Satz anschauen, bis ich sie mein Herz aufgenommen habe. Jeremia 32, Vers 40. Ach übrigens, bevor wir das lesen, wisst ihr, was Gott zu Abraham sagt? Wir lesen das jetzt aus Zeitgründen, aber wisst ihr, was Gott zu Abraham sagt? Er sagt zu ihm, wandle vor mir, irgendwann in Kapitel 17, er sagt, wandle vor mir und sei untadelig. Ich will einen Bund mit dir schließen. Und dann sagt er 2 Verse weiter, ich stehe im Bund mit dir. Man fragt sich, ja, Moment mal, hat jetzt Abraham einen Bund mit Gott oder hat er keinen Bund? Gott sagt, ich will einen Bund mit dir schließen, denn wir haben ja einen Bund. Das ist immer so, als ich erkläre das mal so, wenn ich zu meiner Frau sage, lass uns heiraten, wir sind ja verheiratet. Dann fragt man sich, ja was nun, haben wir einen Bund oder haben wir keinen Bund? Und dann erklärt Gott in Vers 7 von 1. Mose 17, was das bedeutet. Er sagt, ich will einen ewigen Bund mit dir machen. Wir haben schon einen Bund. Wir sind schon Freunde. Aber unsere Freundschaft ist so sporadisch. Du bist mein Freund und dann tust du was anderes. Ich würde gern, sagt Gott, dass unser Bund ewig ist, dass er besteht. Kennt ihr das auch? Dass man Gott von Herzen liebt und 3 Tage später das vergessen hat? Dass man ihn von Herzen liebt und es 3 Stunden später vergessen haben kann? Ich kenne das. Ich weiß das. Ich stehe hier und predige das, weil ich es in meinem eigenen Leben erlebt habe. Man kann Gott von Herzen lieben und es vergessen.
Die Folgen können dramatisch sein. Und deswegen wünscht sich Gott, dass wir nicht nur lieben, sondern dass wir ihn immer lieben. Jeremia 32, Vers 40. Dort steht genau das, was Gott auch sich mit dem Abraham gewünscht hat. Und ich will einen was mit ihnen schließen? Einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Habt ihr es wieder? Er möchte ständig uns wohltun, aber er kann uns nur ständig wohltun, wenn wir auch ständig mit ihm verbunden sind, oder? Solange der Luzifer mit Gott verbunden war, solange er am Thron stand, solange er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, konnte er leuchten. Er konnte von Gott alles Gute der Welt und des Universums bekommen, nicht wahr? Er hat ja alles bekommen, alle Weisheit, alle Schönheit, alles hat er von Gott bekommen, solange er mit ihm verbunden war. Als er sich von ihm getrennt hat, wurde aus dem Lichtträger, dem Lucifer, der Fürst der Finsternis. Gott konnte ihm nicht mehr wohltun. Wenn ihr mich persönlich fragt, denke ich, Gott liebt ihn noch immer. Wenn er über den Fall des Luzifers zu Satan berichtet in Hesekiel 28, sagt er nicht, ach ja, der. Er sagt, oh du Siegel der Vollendung, wie habe ich dich geliebt? Wie bist du mir eigentlich wertvoll? Ja, das spürt man eigentlich in dem Text. Gottes Liebe hört nicht auf. Aber wir können nur von ihm profitieren, wir können nur das Gute empfangen, wenn wir ihn auch zurücklieben. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun, und ich werde die Furcht vor mir, nicht wahr, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, in ihr Herz geben, das heißt, es ist nicht etwas, was wir tun, sondern was Gott uns schenkt, damit sie jetzt kommt, damit sie was? Damit sie nicht mehr von mir abweichen. Warum verkündigen wir, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre? Damit alle Leute mit Krawatte und Schlips in den Gottesdienst kommen und ehrfürchtig sind? Nein, ihr Lieben, die Furcht Gottes hat vielleicht ein bisschen was mit Ehrfurcht zu tun, aber mit viel mehr. Wer Gott an die erste Stelle setzt, weil Gott ihn an die erste Stelle setzt, der wird Gott so lieben. Das heißt so beständig, nicht mit der Tiefe, ja, wir sind ja nicht Gott, aber so beständig lieben, wie Gott ihn liebt. Und das bringt uns zu Offenbarung 7. In Offenbarung 7, da geht es auch um einen Schutz. Schaut mal in Offenbarung 7 und dort Vers 1 bis 3. Gott möchte, dass wir nicht mehr von ihm abweichen, nicht weil, ja, oder anders gesagt, aus einem einfachen Grund. Er weiß, es kommt eine Zeit, wo die Versuchung so groß sein wird, wo die Schwierigkeiten so groß sein werden, dass wenn wir dann von ihm abweichen, wir vielleicht nie wieder zurückkehren. Es kommt eine Zeit, wenn die Winde losgelassen werden, wenn wir dann nicht fest mit ihm verbunden sind, dann ist es zu spät. Gottes ganzes Ziel ist nicht, uns viel Wahrheiten beizubringen, möglichst viele Daten reinzudrücken oder noch, dass wir Hebräisch lernen. Gottes ganzes Ziel ist, dass wir ihn so sehr lieben, dass wenn er die Winde loslässt oder die Engel, nicht wahr, auf seinen Befehl hin, wir bei ihm bleiben werden, kleben werden mit einer Liebe, die halsstarrig ist, die sich nicht abwimmeln lässt, egal was die Welt, das Tier, das Bild des Tieres sich an Dingen ausdenkt, dass wir bei ihm bleiben. Es heißt ab Vers 1, und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das sind Menschen, die sind Knechte, aber noch nicht versiegelt. Könnt ihr das sehen? Die sind Knechte Gottes. Sie lieben Gott, sie dienen Gott, aber sie sind noch nicht versiegelt. Ich kann es mir nur so erklären. Sie lieben Gott, aber noch nicht beständig. Sie lieben Gott, aber sie lieben ihn noch nicht beständig. Sie brauchen Schutz. Und der Schutz besteht darin, Gott immer zu lieben und immer zu vertrauen. Lass uns kurz über diesen Schutz nachdenken. Das heißt ja ganz deutlich, dass wer das Siegel hat, der ist beschützt, nicht wahr? Dann können die Winde kommen, dann kann es uns nichts mehr anhaben. Schaut mal mit mir in Sprüche 18, Vers 10. Sprüche 18, Vers 10. Was bewirkt den Schutz? Wo finden wir Schutz, wenn die Stürme der Zeit über uns hineinbrechen werden? Denn dass sie das tun werden, da ist kein Zweifel. In Sprüche 18 und dort Vers 10, da heißt es, Sprüche 18 und dort Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist was in Sicherheit.
Ich habe hier Anweisungen bekommen, diese Markierung nicht zu übertreten. Bisher habe ich mich gut daran gehalten, oder? Ich werde es jetzt übertreten. Also ihr müsst mir jetzt folgen, okay? Also wenn man auf der Flucht ist und man findet dort irgendwo einen Turm und der ist groß, hat ein großes, weites Tor und hinter einem ist jemand her, sagen wir ein wildes Tier, ein böses Tier, ja? Irgendein Tiger oder so, ja? Ein Alptiger. Und der Tiger, der ist hinter uns her und da ist ein großer Turm und diese hat eine Tür, die ist offen und die kann man schließen und da ist man in Sicherheit. Mit welchem Tempo würdet ihr euch Richtung Turm bewegen? Wer von euch würde einen Sabbatspaziergang machen, dreimal um den Turm herum? Nein, so schnell wie möglich. Das heißt, das, was hier beschrieben ist, ist das, worauf jeder Gerechte so schnell wie möglich sich zubewegen sollte. Und was ist das? Was steht hier? Der Name des Herrn. Nun, wir haben gerade gesehen in Offenbarung 7, alle, die das Siegel Gottes tragen, die sind in Sicherheit. Alle, die den Namen des Herrn haben, die sozusagen in diesem Turm sind, sind in Sicherheit. Wusstet ihr? Also könnten wir nicht schlussfolgern, dass der Name des Herrn das Siegel Gottes ist? Würdet ihr zustimmen, dass der Name des Herrn das Siegel Gottes ist? Falls nicht, schaut mit mir in die Offenbarung. Johannes sagt das in Offenbarung 14, nicht in 7, sondern Offenbarung 14, da finden wir dieselben 144.000, über die heute Abend der Daniel noch mehr sagen wird, die ja das Siegel Gottes an den Stirn haben. Schaut mal, was auf ihrer Stirn ist. Was steht dort? Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen was? Den Namen an ihren Stirn. Jesus trägt ein Siegel und was ist auf dem Siegel drauf? Mein Name. Mein Name als Siegel ist auf Jesus als Siegel drauf, nicht wahr? Als Edelstein. Das Siegel Gottes, das wir tragen, ist sein Name. Mein Name an seinem Herz, sein Name an meinem Herz. Jetzt müssen wir die Frage stellen, warum der Name Gottes? Geht es jetzt darum, wie unsere Freunde, die Zeugen Jehovas behaupten, dass wir den Namen Gottes richtig aussprechen müssen? Schaut mal mit mir in 1. Mose 4. Da gibt es was Interessantes. Schaut mal, 1. Mose 4. Vielleicht kennt ihr den Vers, der ist gar nicht so einfach zu deuten. In 1. Mose 4, Vers 26. Dort steht, und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Steht bei euch auch in eurer Schlachtübersetzung anzurufen? Das macht nicht so viel Sinn, denn der Enosch, ihr wisst ja vielleicht, ich habe ein Faible für Chronologie, meine Frau hat mir mal ein T-Shirt geschenkt mit dem Aufschrift chronologisch. Der Enosch ist im Jahre 235 geboren. Man hat ja nicht erst im Jahre 235 angefangen zu beten. Ja? Deswegen sagen manche auch, man könnte das Hebräisch auch übersetzen, den Namen des Herrn auszurufen. Ja? Auszurufen, das wäre so im Sinne von, man fängt an, Mission zu machen. Ich habe mir das genau angeschaut, die Konstruktion, die Hebräische gibt es öfter, und sie bedeutet an manchen Stellen, und hier finde ich, macht das am meisten Sinn, es bedeutet, sich mit dem Namen des Herrn zu benennen, sodass der Name des Herrn über mir ausgerufen wird. Man benennt sich mit dem Namen Gottes. Und jetzt schaut mal, danach kommt Kapitel 5, nicht wahr? Und wenn ihr Kapitel 5 einfach mal so gedanklich rausnehmt, weil das ist ja sowieso ein Geschlechtsregister, wie geht es weiter in Kapitel 6? Da gibt es eine Gruppe von Menschen, wie heißen die? Da gibt es dann die Gottes Söhne, nicht wahr? Und was gibt es alles für Diskussionen? Wer sind die Gottessöhne? Ich weiß nicht, irgendwelche Engel oder so. Warum heißen die Gottessöhne Gottessöhne? Die Antwort ist ganz einfach, weil in Kapitel 4 heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die haben sich mit dem Namen Gottes benannt. Und deswegen heißen sie die Gottessöhne. Im Alten Testament heißt es immer und immer wieder, dass Menschen mit dem Namen Gottes benannt worden sind. Ja, Daniel sagt, denn dein Name ist über unserem Volk, über deiner heiligen Stadt ausgerufen. Was heißt denn das? Dass der Name Gottes irgendwo ist. Schaut mal mit mir, das ist auch sehr interessant. 5. Mose, gibt noch ein bisschen was zu entdecken. Es braucht nicht mehr lange, aber ein bisschen was haben wir noch. 5. Mose, Kapitel 12. 5. Mose, Kapitel 12. Wusstet ihr, was es bedeutet, dass der Name Gottes irgendwo ist? In 5. Mose, Kapitel 12. 5. Mose, Kapitel 12 und dort Vers 5. 5. Mose 12, Vers 5. Es heißt dort, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen
dorthin zu setzen. Könnt ihr das sehen? Um seinen Namen dorthin zu setzen. Wie geht es weiter? Damit er dort wohne. Also, mit anderen Worten, wenn Gott irgendwo seinen Namen hinsetzt, was macht er dann? Dann wohnt er da. Das heißt, er setzt seinen Namen irgendwo hin, damit er dort wohnt. Wo Gott seinen Namen hinsetzt, da wohnt er. Deswegen war der Name Gottes über Jerusalem ausgerufen. Warum? Weil er dort gewohnt hat. In Jerusalem, im Tempel, oder? Deswegen war der Name Gottes über seinem Volk ausgerufen, weil er inmitten seines Volkes gewohnt hat. Warum tragen dann die 144.000 den Namen Gottes an der Stirn? Weil er dort wohnt. Ich möchte euch noch eine Frage stellen, mir auch. Wohnt Gott in deinem Gedanken oder ist er nur ein gern gesehener Gast? Kennt ihr das, dass man Freunde hat, die man gern mag und die kommen gerne Sabbat zum Essen, nicht wahr? Und man bleibt noch lange, ja? Oder Freunde, die vielleicht sogar über Tage bleiben, übernachten, aber so nach 3-4 Tagen ist man auch froh, wenn sie wieder gehen, oder? Nicht, weil man sie nicht mag, aber weil man einfach auch sein eigenes haben möchte, oder? Kennt ihr das? Es macht einen großen Unterschied, ob jemand 3 Tage oder meinetwegen auch 3 Wochen als Gast wohnt oder ob er für immer wohnt. Wie nennt man das, wenn man, also, naja, heutzutage, okay, also früher in der guten alten Zeit, da war man verheiratet, nicht wahr? Da hat man einen Bund geschlossen. Und was ist dann passiert? Dann hat sich die Frau nach dem Namen des Mannes genannt, nicht wahr? Man hatte dann einen Namen, man wohnte zusammen. Die Frage ist, wohnt Gott in unserem Denken? Oder ist er nur ein gern gesehener Gast, der immer morgens, abends, am Sabbat und zu Konferenzen gerne bei uns wohnen darf? Das ist die Frage. Könnt ihr das sehen? Die Versiegelung, das sind die Menschen, die haben nicht noch ganz viel mehr geleistet, die haben ihr Leben in allen Details Gott so übergeben, dass er dort immer wohnen durfte. Deswegen finden wir in 2. Mose 28 den Namen Gottes an interessanter Stelle. 2. Mose 28, da geht es wieder um die Priesterkleidung, nicht wahr? In 2. Mose 28, Vers 36, 2. Mose 28, Vers 36, dort heißt es, du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn. Wo trägt man ein Stirnblatt? An der Stirn. Was soll dort stehen? Der Name Gottes und heilig. Wie wird man heilig? Wer allein ist heilig? Gott ist heilig, oder? Die Cherubim singen heilig, heilig, heilig. Wie wird man heilig? Wie wird Staub heilig? Indem Gott sich im brennenden Dornbusch offenbart und der Staub, der daneben ist, der ist einfach heilig. Weil Gott gegenwärtig ist. Wie werden wir heilig, wenn Gott gegenwärtig ist? Wenn er bei uns wohnen darf? Und wo wohnt Gott? Schaut mit mir ganz kurz in Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12 und dort Vers 21. Matthäus 12 und dort Vers 21, dort steht, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Nun, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wenn man solche Zitate liest, lohnt es sich immer nachzuschauen, was im Original steht. Das machen wir ganz kurz. Jesaja 42, da finden wir das Original. Jesaja 42 und dort ab Vers 4. Jesaja 42 und dort Vers 4. Dort heißt es, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat, und die Inseln werden auf seine was warten? Auf seine Lehre oder auch Weisung, auf seine Tora, auf das Gesetz. Der Name Gottes wird in der Bibel parallel gesetzt zum Gesetz Gottes. Das verwundert nicht, oder? Denn das Gesetz Gottes ist ja sein Charakter, sein Wesen. Wo wohnt Gott? Ganz einfach. Da, wo sein Name ist. Wo wohnt Gott? Dort, wo sein Gesetz ist. Ist euch das aufgefallen im Alten Testament? Wenn man wissen will, wo ist Gott, muss man gucken, wo ist das Gesetz. Denn wo das Gesetz ist an der Bundeslade, da ist Gott, da wohnt er. Wenn also die Gläubigen den Namen Gottes an der Stirn haben, könnte man auch sagen, sie haben was an der Stirn? Das Gesetz Gottes. Das sagt Jesaja 8, Vers 16, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Das Gesetz der Liebe Gottes, dass Gottes Liebe immer dieselbe ist.
ein letzter kleiner Punkt und dann sind wir am Ende angelangt. Was heißt denn das praktisch? 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6. Das war die Stelle, die wir schon einmal angeschaut haben, nicht wahr? Gottes größter Wunsch. Was er sich vom allermeisten wünscht, nicht wahr? Dass wir ihn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Vielleicht fragen wir uns, okay, was heißt das Dienstag nächste Woche? Was bedeutet das praktisch? Gott erklärt es uns, was er sich wünscht. In 5. Mose 6, ab Vers 6. Und diese Worte, gemeint sind die 10 Gebote, nicht wahr, die in Kapitel 5 wiederholt worden sind. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Gott sagt mit anderen Worten, was ich mir wünsche ist, dass wenn du aufstehst, du daran denkst, dass ich dich liebe. Und wenn du dann zur Arbeit gehst, im Bus sitzt, wenn du dich duschst, wenn du mit deinen Kindern Morgenandacht machst, wenn du Kartoffeln schälst, wenn du gerade 5 Minuten an der Haltestelle stehst und der Bus noch nicht kommt, im Alltag, in deiner Familie, an öffentlichen Plätzen, nicht wahr? An den Türpfosten, dass Gottes Liebe, deine Liebe zu ihm sichtbar wird. Das wünscht sich Gott. Die Versiegelung hat nicht damit zu tun, dass wir Geheimwissen an uns aneignen und mehr wissen als alle anderen. Die Versiegelung hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie alle Hintergründe der Politik verstehen können. Die Versiegelung hat viel mehr damit zu tun, woran wir beim Zähneputzen denken. Ihr werdet jetzt denken, das ist Quatsch, aber das ist die Wahrheit. Denn jemand, der wirklich echter Bayern-Fan ist, ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, nicht wahr, aber soll es ja geben, der denkt an den FC Bayern, selbst wenn er Zähne putzt, oder nicht? Ja, wirklich. Und er muss sich nicht dazu zwingen, muss sagen, oh, ich habe schon 6 Tage nicht mehr an den FC Bayern gedacht. Heute ist es Zeit. Ich sollte mir 10 Minuten nehmen, um an den FC Bayern zu denken. Nein, Menschen, die eine Musikband lieben, Menschen, die verliebt sind in einen anderen Menschen, die muss man nicht zwingen und sagen, jetzt machen wir eine Gruppe und denken mal für 10 Minuten oder für eine halbe Stunde an deinen Geliebten. Nein. Liebst du Gott? Ist er in deinen Gedanken? Gehen wir mit ihm durch den Alltag? Die Frage stelle ich mir. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir ihn nicht lieben. Das Problem ist, dass wir ihn lieben und manchmal nicht. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht zur Liebe noch was Neues dazu erfinden. Wir müssen nicht auf die Liebe noch extra Dinge aufbauen, nicht noch extra Leistung, schon gar nicht unsere eigenen Werke. Lass die bloß beiseite, nicht wahr? Worum es, die Wahrheit ist, das, was wir schon manchmal haben, brauchen wir immer. Und weil wir wissen, dass Jesus uns beständig liebt, sollte es doch gar nicht so schwer sein, oder? Wir müssen uns nur daran erinnern, dass er uns immer liebt. Und dann durch Anschauen werden wir verwandelt, wir werden ihn zurücklieben. Es gibt dieses Zitat von Ellen White, wo sie sagt, dass wenn der Impuls, andere zu segnen, liebevoll zu handeln, ich paraphrasiere ein bisschen, ja, wenn dieser Impuls konstant aus dem Herzen kommt, dann sagt sie, ist die Vollkommenheit des Charakters erreicht. Das ist das, wovon wir hier reden, von dem Siegel, nicht wahr? Das hat mit der Beständigkeit der Liebe zu tun. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir sollten wieder anfangen, uns über die einfachen Wahrheiten Gedanken zu machen. Mehr über die Wiederkunft nachdenken, über den Sabbat, über die Heiligtumslehre, das Kreuz, die Gleichnisse von Jesus. Ich glaube, niemand geht verloren, wenn er heute seine Nachrichten zumacht und nie wieder aufmacht. Nichts gegen die Nachrichten, ja? Johannes der Täufer hat auch alle paar Jahre mal so, also sagt Ellen White immer, nicht alle paar Jahre, aber immer in Abständen mal geguckt, was in der Welt los ist. Aber Johannes der Täufer hat viel mehr Zeit mit den einfachen Wahrheiten der Bibel verbracht, als mit den Dingen da draußen der Welt. Könnte es sein, dass wir zwar mit dem etwas dahingebogenen Argument, es wäre ja alles wichtig für die Prophetie, uns viel zu viel Zeit verschwenden mit dem, was außen ist, was uns nicht retten kann und was uns nicht verändert, und dabei vergessen, über die Wiederkunft nachzudenken, über den Sabbat nachzudenken, über die Erlösung nachzudenken, über die Liebe Gottes nachzudenken? Wusstet ihr, dass Paulus immer das Gleiche geschrieben hat? Paulus sagt, das lesen wir noch kurz. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, 1. Korinther 15,
Und dort Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Das hätte Luzifer gebraucht. Der hatte alles geglaubt, aber er hat nicht festgehalten. Er hat sich losgelassen. Er hat sich davon getrennt. Er hat die Liebe aufgegeben. Die Bibel sagt, wer wird gerettet? Wer ausharrt bis ans Ende. Wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt, möchte ich es so einfach wie möglich machen. Es gibt so viel Diskussion über Rechtfertigung, Heiligung, nicht wahr? Da haben wir die Idee, die Rechtfertigung ist wichtig, entscheidend, aber dann muss irgendwie doch die Heiligung kommen, nicht wahr? Irgendwie da drauf oder daneben oder zusätzlich oder wie und was. Lass mich so erklären. Die Rechtfertigung bringt die Liebe Gottes in unser Herzen. Und das ist alles, was wir brauchen. Und die Heiligung bewirkt, dass die Liebe beständig dabei bleibt. Die Rechtfertigung bringt die Liebe Gottes ins Herzen. Mehr brauchen wir nicht. Aber wir brauchen genau das immer. Und dafür ist die Heiligung da. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist sozusagen Qualität, das andere ist Quantität. Und damit wir es immer beibehalten, bringt Gott uns in verschiedene Situationen, damit wir lernen, dass wir in bestimmten Situationen ihm noch nicht so sehr vertrauen, dass wir dieselbe Liebe. Mit anderen Worten, man könnte sagen, Heiligung ist Rechtfertigung dauerhaft gemacht. Deswegen sagt auch Ellen White, man kann Rechtfertigung und Heiligung gar nicht so genau trennen. Weil es ja eigentlich dasselbe ist. Es geht nur um vertikal und horizontal sozusagen. Das ist das Siegel. Denn was stand an der Stirn? Oder was soll an die Stirn geschrieben? Ein Erinnerungszeichen. Sich daran erinnern, was Gott in meinem Leben getan hat. Darf ich euch eine Frage stellen? Durch was seid ihr bekehrt worden? War es nicht die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom Sabbat, die Botschaft von den einfachen Wahrheiten des Evangeliums? Wer hat uns eingeredet, dass das jetzt nicht mehr wichtig ist und dass wir jetzt irgendwie noch andere extra Dinge brauchen? Wenn ihr schon einmal erlebt habt, dass die Wahrheit, die einfachen Wahrheiten des Evangeliums euer Herz verändert hat, ratet mal, was heute unser Herz verändern wird. Dieselben Wahrheiten, mit denen wir zu Christus gekommen sind, die brauchen wir. Paulus sagt euch immer dasselbe zu schreiben. Macht mich, ist mir nicht lästig, euch aber macht es fest. Gewiss. Wahrscheinlich gibt es manchen von euch, der schon die Hälfte dieser Predigt irgendwo anders gehört hat. Und das habe ich genau gewusst. Ich predige das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich versuche ein bisschen was Neues reinzubringen. Aber immer und immer wieder. Weil ich glaube, genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen uns mit den Wahrheiten immer und immer wieder beschäftigen. Denn nur wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die einfachen Wahrheiten gerichtet haben, dann können sie uns verändern. Und jetzt kommt die letzte Frage. Ich verspreche es. Es gibt noch eine Antwort darauf. Wenn das Siegel Gottes sein Name ist und mit der Heiligung zu tun hat, heilig dem Herrn, nicht wahr? Und mit Erinnerung, ein Erinnerungszeichen. Und wenn es mit dem Gesetz zu tun hat, weil es ja das versiegelt das Gesetz in meinen Jüngern. Kennt ihr irgendeine Bibelstelle in der Bibel, wo das Gesetz und die Idee der Heiligung und die Idee des Erinnerns und die Idee des Namens Gottes irgendwie zusammenkommen? Der Sabbat. Und deswegen ist der Sabbat das äußere Zeichen der Versiegelung, weil es uns erklärt, wie wir versiegelt werden. Gedenke des Sabbat, erinnere dich, wiederhole die einfachen Wahrheiten, mach jede Woche Sabbat, verbringe Zeit mit Gott. Denn er ist es, der nicht nur die Zeit heiligt, sondern der auch dich heiligt. Und sein Name, sein Titel, sein Name, der dort im Sabbatgesetz steht, muss an deine Stirn. Es ist dieses Gesetz, das durch diesen Sabbat versiegelt wird, das in deinem Herzen ist. Wir halten den Sabbat nicht, weil wir dadurch versiegelt werden, sondern wir halten den Sabbat, weil uns der Sabbat als ein Zeichen zeigt, wie wir eigentlich wirklich versiegelt werden. Es ist das Zeichen der immer ewig bleibenden Liebe Gottes. Wer von euch möchte sagen, ich möchte Jesus mehr lieben, öfter lieben? Jeden Tag lieben. Das wünsche ich mir auch, ich persönlich für mich. Das ist euer Wunsch auch? Gott sei gelobt. Amen.